Eiszeit beim TSV 1860 würden viele vermuten, am Tag nachdem der Kapitän Sascha Mölders vom Training freigestellt wurde, vom Training mit der Mannschaft wohlgemerkt. Und so, wie die Information kolportiert wurde, hieß es ja, er wäre darüber informiert worden, dass der Trainer ihn nicht mehr dabei haben möchte. Aber der Trainer und auch der Sportgeschäftsführer hätten ihn gar nicht darüber selber informiert. Das allerdings wird nun korrigiert. Fakt ist, es hat nie eine Suspendierung gegeben von Sascha Mölders. Und eine Suspendierung von Sascha Mölders stand auch nie im Raum. Was Fakt ist, es hat gestern ein Gespräch gegeben mit unserem Trainer Michael Köllner und mit Sascha Mölders und mit meiner Person, wo der Trainer ihm mitgeteilt hat, dass er aufgrund des Leistungszustandes, wie er ihn momentan und in den letzten Wochen wahrgenommen hat, gerade in der Verbindung mit seiner Führungsrolle als Führungsspieler, ihn in den nächsten zwei Spielen nicht in den Kader nehmen wird und ihn nicht in der Verfassung sieht für die nächsten zwei Spiele. Die Freistellung von Sascha Mölders vom Training mit der Mannschaft hat sehr schnell in den sozialen Netzwerken für Reaktionen gesorgt. Gleich mehrere der ehemaligen Mitspieler, darunter Aaron Berzel oder auch Markus Schwabel, haben sich zu Wort gemeldet. Sie können sich vorstellen, dass zwischen Michael Köllner und Sascha Mölders das sehr emotional auch abgelaufen ist. Wir alle kennen und schätzen Sascha seine Emotionen. Ich schätze auch Michael Köllner seine Emotionen. Und meine Aufgabe ist es jetzt einmal in erster Linie, die Emotionen herauszunehmen und dann sachlich, fachlich auf eine Lösung zu kommen im Austausch. Mit seinem Berater. Seit 2016 spielt Sascha Mölders beim TSV 1860. 212 Spiele hat er absolviert, 82 Tore geschossen. In der vergangenen Saison war er sogar der Torschützenkönig in der dritten Liga. Sascha Mölders hat sein bisher letztes und wahrscheinlich auch letztes Tor für den TSV 1860 am 20. November beim 3:2 Heimspielsieg gegen den MSV Duisburg erzielt. Sehr wahrscheinlich wird es sein letztes Spiel für die Münchner Löwen gewesen sein und wohl auch das Ende seiner Profikarriere nach 18 Jahren.